tell me to slow down, but homie, I'm just living my life and gonna do what you think is right, cause that's messing me. Von der Shisha-Küche. Aber warte mal, da fehlt doch noch irgendwas. Jo moin, Freunde, ihr seht schon, wir sind heute beim Raphael zu Gast, beim lieben Shisha-Gott. Und ja, worum es heute geht, wird der Leo euch jetzt einfach mal sagen oder euch präsentieren, ja. Ja, also heute mit dem Tabak-Review von dem 187 Beach Vibes. Das ist Orange, Limette, Minze. Ja, dann kommen wir jetzt. Genau, kostet 16,90 € für 200 Gramm. Genau, geht klar, ne? Also ja. Ist halt ein bisschen höherer Preis. Ja. Aber höheres Preissegment, aber geht halt auch noch voll klar. Würde ja, ich sagen. Klar. Ja. Ist jetzt kein Social Smoke so vom Preis her, aber halt nee. Ein bisschen teurer. Ja, nimm mal rüber. Ich mache einfach mal weiter mit der OVP. Habt ihr auch schon ein bisschen in der Nahaufnahme sehen können? Ich weiß nicht, ich würde sagen True Passion ähnlich die Dosen. Schönes 187 Logo mit drauf. Echt nice, habt ihr auch in der Nahaufnahme nochmal mit drin. Und ja, ansonsten Ekelbilder wie immer müssen sie ja, ist Vorschrift. Jo, ganz und normal. Die Dose ist schön luftdicht, man kann hier also nichts drücken, dass Molasse rauslaufen würde oder so. Schließt auch gut ab. Also ja, designtechnisch gut und dosentechnisch auch gut, finde ich. Schön dicht und so weiter. Ja, ich würde sagen, machen wir mal mit dem Schnitt weiter, oder? Jo. Sagst du? Ja. Ja, also der Schnitt, nicht so wie am Anfang von der 187 Produktion, ist nicht mehr so grob, also geht eher mittel bis fein. Ja, würde ich auch sagen. Ein paar Ästchen sind drinnen, ja, aber sieht schon gut aus. Ja, würde ich auch sagen. Wir blenden euch da auch nochmal ein Bild ein, dann seht ihr das auch nochmal genauer. Genau, Schnitt gibt es halt nochmal in der Aufnahme, Freunde. Genau. Ist halt auch, also kann man, ja, ist halt immer so eine Sache mit dem Schnitt, ist jetzt nicht zu grob, ist nicht zu fein. Wir bauen eh mit Sieb den Kopf, also da ist eigentlich scheißegal, wie der Tabak geschnitten ist, so in etwa. Das Seiten ist halt viel zu grob, aber das geht vollkommen klar. Ja, es geht vollkommen klar. Ich komme einmal kurz zum Setup heute. Unsere Armageddon mit einem Rauchsäulenteil drin, seht ihr ja. Dem Martellion Molassefänger und dem KS Apo mit ganz normalen Sieb obendrauf, Kaminaufsatz. was haben wir für Kohlen? Drei Tom Kocher. Tom Kocher Gold Premium? Ja. Ja, genau. Genau. Und violetter Lebensmittelfarbe oder halt Purple, wie man es nimmt. Mit Milch. Wie man es will, ja, mit Milch drin. Genau, kommen wir mal zum Geruch, würde ich sagen. Jo. Ja, also im Geruch ist mehr so eine, diese Limettennote und so, ja, leichte Minze vielleicht auch noch, aber ich finde, die Orange riecht man jetzt so gar nicht. Man riecht so eine echt säuerliche Limette raus und wirklich so ein bisschen Minze, aber jetzt Orange oder Himbeer, kann man jetzt echt nicht rausriechen. Ja, habt ihr schon gesagt, was er eigentlich sein soll? Hat er gesagt. Okay, ja. Easy. Ja, ich finde auch wieder, ich mag halt sehr gerne Limette. Und ich muss sagen, mir sticht da die Limette in die Nase. Ja. Das finde ich ganz nice. Limette, ja, Menthol oder Limette-Eis, keine Ahnung, was soll es sein? Menthol. Minze. Minze? Ja, so wirklich normale frische Minze. Ja, also mir kommt die Limette mit dieser frischen Note in die Nase. Und das finde ich vom Geruch echt geil, also muss ich sagen. Also riechen tut er echt gut. Riechen tut er schön, angenehm, ne? Rauchentwicklung ist wieder on point. Jo. Kommen wieder gute Wolken raus. Also Rauchentwicklung ist top, ne? Von der Hitzeempfindlichkeit haben wir rausgefunden, so 187 kann nicht so gut Hitze ab. Die Kohlen liegen jetzt, Moment, ja, liegen so mittig, muss ich sagen. Ja. Mittig auf dem Kopf, mittig auf dem Sieb so. Geht halt klar, ne? Kann man so gut rauchen. Ja. Ganz entspannt. Und vom Geschmacklichen her, ja, es ist auch ein angenehmer Tabak, muss ich sagen.
Weiß ich, was schmeckt ihr so als erstes raus? Also ich finde, am Anfang kommt so wirklich diese säuerliche raus, aber ich wüsste jetzt nicht, dass es Limette ist. Ich würde eher so auf Zitrone, Orange sowas tippen. Und ja, beim Ausatmen schmeckt man die Minze schon. Also diese Minznote ist auch da. Ja, man hat halt auch so beim Einatmen so eine leicht kühle Note im Hals, finde ich. Ist richtig angenehm, also drückt jetzt nicht, kratzt nicht. Es lässt sich richtig entspannt rauchen. Und ja, also top so vom Rauch her und sowas. Ich muss sagen, die Himbeere schmeckt jetzt nicht so wirklich raus, also da fehlt irgendwie der Geschmack. Ich kann vielleicht ein bisschen was so am Rande mit erahnen. Vielleicht soll es die Himbeere sein, kann schon gut sein. Ja. Also aber fruchtig ist halt. Fruchtig, frischer Tabak ist das. Im Geschmack halt auch, wie im Geruch. Und eine schöne Limettennote mit dabei. Also ja. Limette, frische und eine leichte Himbeere eventuell so. Könnte ich mit rausschmecken, denke ich so. Also es ist auf jeden Fall ein Tabak, den ich jetzt so eigentlich jeden Tag mal so im Kopf rauche. So ein All-Day-Tabak vielleicht. Ja, denke ich der schon. Beach Vibes, warum nicht? Ist eigentlich echt gut. Kann ich auch sagen. Kann man immer mal rauchen. So Freunde, dann kommen wir jetzt mal zum Fazit. Also wir finden, dass es ein richtig guter Tabak ist, den kann man öfter mal rauchen, so diese schöne Limettennote. Und müsst halt aufpassen mit dem Setup, müsst ihr ein bisschen rumexperimentieren, dass da wirklich nicht zu viel Hitze gibt, weil der dann doch schon relativ leicht verbrennt. Und müsst ihr ein bisschen aufpassen, aber wenn er das in den Griff kriegt, dann ist das ein richtig guter Tabak. Genau, ein bisschen aufs Hitzemanagement achten, aber ja, genau. Dann geht's gut, ne? Dann ist der top. Ja. Und also wir würden da schon eine klare Kaufempfehlung geben. Wenn er so einen schönen Limettentabak sucht, dann ist der auf jeden Fall geil. Als so eine leichte, süße Himbeernote schmeckt man vielleicht noch so ein bisschen im Hintergrund, aber jetzt nicht dolle, sondern kann man so erahnen, so ein bisschen, würde ich es mal behaupten. Und ja, kann man nur empfehlen. Ja, ich denke auch im Sommer mit so einer Eisbazooka noch so ein Kühler, dann ist das echt ein Bombentabak. Stimmt, ja, also für den Sommer auch top, aber geht halt auch all day, also auch im Winter, warum nicht? Geiler Geschmack. Jo. Kaufempfehlung ist raus, Freunde. Jo. Ja, dann hoffen wir, euch hat das Video mal wieder gefallen. Das war es auch schon wieder von uns. Und ja, ich würde sagen, guten Rauch, haut da rein. Ja. Eure Shisha-Küche. Guten Rauch. They tell me to slow down, but homie, I'm just living my life. Ain't gonna do what you think is right, cause that's messing me out. They telling me they know what's best.